Hallo und herzlich willkommen bei SwagTap. Ich bin hier auf der CeBIT 2014 bei Samsung und schaue mir gerade die Gear Fit an. Das ist ein weiteres Wearable-Device, aber ihr habt es schon gehört, das Galaxy ist weggefallen. Ja, das spricht natürlich dafür, dass wir hier eben kein Android mehr drauf haben. Für mich persönlich war das schon von den Neuvorstellungen auf dem Mobile World Congress neben dem Galaxy S5 mit das interessanteste Gadget, denn wir haben hier ein gebogenes AMOLED-Display, was hier natürlich deutlich Sinn macht, weil es sich einfach perfekt an die Form von eurem Arm anpasst. Auch vom Design her erinnert das Gadget eher an ein Jabon Up zum Beispiel, also an Fitness-Gadgets, als an eine Smartwatch. Es ist auch nicht wirklich eine Smartwatch, was man auch ganz gut meiner Meinung nach daran erkennen kann, dass die Uhrzeit etwas ungut angezeigt wird, falsch positioniert ist, wenn man das oder die Gear Fit dann wirklich an der Hand hält. Das Gear Fit, die Gear Fit, das überlasse ich jetzt einfach mal euch. Wie gesagt, das Display ist aber gebogen, es ist auch ein AMOLED-Panel. Wir haben hier eine Auflösung von 432x128 Pixel. Das klingt nach nicht besonders viel. Wenn ihr aber bedenkt, dass wir hier nur ein 1,84 Zoll großes Display haben, kommen wir trotzdem auf relativ ordentliche 244 Pixel per Inch und es ist eben gebogen. Das macht hier das Tolle aus. Und es, wie gesagt, wie ich ja schon erwähnt habe, es fügt sich wirklich ziemlich gut eurem Arm oder eurer Hand an. Was mir auch gut gefallen hat, ist das Material, was Samsung hier für das Band, das Armband verwendet. Das ist wieder Kunststoff, aber so ganz leicht rau. Gefällt mir etwas besser als bei der Galaxy Gear der ersten Generation. Fügt sich wirklich ganz gut der Hand an. Es ist natürlich alles wieder größenverstellbar. Das ist auch ziemlich cool. Es wird die Gear Fit in 3 Farben geben. Ihr seht hier die Version, die ich hier habe. Es wird auch noch ein schwarzes Modell geben. Das, was ich hier habe, ist so braun oder beige. Und es wird auch noch ein oranges Modell geben. Was genau davon oder welche Farben genau davon nach Deutschland kommen, ist allerdings noch nicht bekannt. Hat man uns hier eben gerade bei Samsung gezeigt. Außerdem ist die Gear Fit genauso wie das Galaxy S5 auch IP67 zertifiziert. Bedeutet konkret, es ist gegen Wasser und Staub geschützt. Außerdem haben wir hier einen 210 mAh starken Akku. Der soll etwa 3 bis 4 Tage halten. Da bin ich noch etwas skeptisch. Muss man natürlich abwarten, wie das Ganze funktioniert. Wir koppeln über Bluetooth 4.0. Wir haben aber keine Kamera. Wir haben hier kein Mikrofon, eben weil das Ganze eher auf Fitness fokussiert ist und nicht wie die Samsung Galaxy Gear oder die Gear 2 jetzt eher eine Smartwatch. Das ist das hier definitiv nicht. Ich möchte euch noch schnell die Benutzeroberfläche zeigen. Das ist wieder etwas Samsung-eigenes. Ihr seht hier jetzt natürlich, wenn ihr das Gadget an der Hand habt, ganz normal Uhrzeit, Wochentag, Datum. Könnt aber auch einmal hier zur Seite swipen. Dann haben wir natürlich wieder die Möglichkeit, uns Benachrichtigungen anzeigen zu lassen. Von WhatsApp, von Gmail oder verpasste Anrufe und so weiter. Ihr habt hier natürlich wieder den Mediencontroller. Wir können das Gerät suchen lassen. Das kennen wir ja so auch schon von der Samsung Galaxy Gear der ersten Generation. Ihr habt natürlich einen Schrittzähler. Ihr habt spezielle Trainingsfunktionen. Wie gesagt, das Ganze ist natürlich dafür optimiert, dass man es auch wirklich zum Fitnessmachen benutzt. Und wir haben eben den Herzfrequenzmesser, der hier auch wieder ganz gut positioniert ist. Macht meiner Meinung nach gerade bei so einem Fitness-Gadget auch wirklich Sinn. Etwas mehr als beim Galaxy S5 sogar, wenn ihr mich fragt. Hat jetzt hier auf der Messe relativ gut funktioniert, aber das sind natürlich alles nur noch Pre-Production-Samples. Also da muss man dann abwarten, wie das dann in der Realität so aussieht. Aber ich bin da ziemlich zuversichtlich. Wir swipen nochmal zur Seite. Wir haben einen Selbstauslöser, natürlich die Möglichkeit hier eine Stoppuhr zu starten. Und ganz rechts haben wir dann hier die Einstellungen, wo ihr zum Beispiel die Uhrzeit einstellen könnt, den Hintergrund, ihr könnt die Anzeige einstellen, wie hell das Ganze zum Beispiel werden soll. Ihr seht hier die Akkulaufzeit, ist alles ganz cool gelöst, Profil und so weiter. Und wir haben hier eben wieder den Button, um direkt zurückzukommen. Wie gesagt, Kamera haben wir hier keine, aber das braucht es meiner Meinung nach bei einem Fitness-Gadget auch nicht wirklich. Ich kann euch jetzt meinen Ersteindruck von diesem Gadget natürlich nur vermitteln, aber ich glaube, ihr habt es schon rausgehört. Mir gefällt es wirklich ziemlich gut. Ich finde die Form toll. Ich finde auch das Band relativ praktisch und ich kann mir das Ganze auch ganz gut vorstellen, dass es wirklich im Alltag auch Spaß macht und etwas bringt. Man muss natürlich den Preis abwarten. Uns hat man eben gesagt, dass es noch nichts Definitives für Deutschland gibt, auch wenn es natürlich immer wieder diverse Aussagen gibt. Aber ich würde schon so mit um die 199, vielleicht auch 299 Euro rechnen. Das wird dann natürlich wieder etwas teurer. Wie gesagt, ihr könnt euch mit euren Samsung-Smartphones koppeln über Bluetooth 4.0. Das sollte bekannt sein, das kennen wir ja schon von der Galaxy Gear der ersten Generation. Und das hier ist hier eben die Samsung
oder das Samsung Gear Fit. Ein meiner Meinung nach wirklich ziemlich cooles Fitness-Gadget. Mir gefällt es ziemlich gut. Ich freue mich schon auf die finale Version, freue mich schon drauf, das zu testen. Mich würde natürlich interessieren, wie gefällt euch das Ganze, wie gefällt euch dieses Konzept. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage in diesem Sinne ciao, bis zum nächsten Mal.